So, eine Frage ist eingegangen. Die hat ein gewisser David Rockefeller gestellt. Der möchte gerne wissen, wieso druckt der Staat sein Geld nicht selber und degradiert sich zum Bittsteller der internationalen Hochfinanz, die schließlich auch nichts anderes macht, als mit ein wenig Farbe und Papier Geld aus dem Nichts zu schöpfen. Es ist ja beinahe schon erbärmlich zu sehen, dass die griechische Regierung abwarten muss, was die Troika beschließt, damit Griechenland nicht aus dem internationalen Falschgeldsystem raus isoliert wird. Was wäre denn da Ihre Antwort? Ja, ich meine, wie gesagt, ist das Geld, das Schuldgeldsystem eben ein Machtinstrument, das also über der Politik herrscht, über der Demokratie. Das erleben wir seit der Krise und haben wir zuvor auch schon erlebt. Vielleicht noch eine Ergänzung zu Island und Argentinien. Also dort ist das auch keine endgültige Lösung, weil das Schuldgeldsystem weitergeht, nur wurden halt viele Schulden erlassen. Das heißt, wenn ich die Schulden um 50% senke, beginne ich halt auf einem niedrigen Niveau, aber das Geldsystemspiel ist dasselbe. Wieso jetzt der Staat, ich möchte vielleicht ein Beispiel geben, das ich immer bringe und wo man ganz einfach sehen kann, was ist der Unterschied zwischen einem Schuldgeldsystem und einer staatlichen Geldschöpfung. Ich glaube, viele in Deutschland werden auch den Brenner Basistunnel kennen oder irgendwo aus den Zeitungen. Sie können auch also den Berliner Flughafen nehmen oder Stuttgart 21. Der Brenner Basistunnel würde so in der Planungsphase 10 Milliarden kosten, 5 Milliarden Italien, 5 Milliarden Österreich. Wenn ich jetzt sage, das ist eine staatliche Infrastrukturinvestition, vergleichbar mit dem Flughafen, halt mit, ich glaube, 1 Milliarde oder auch dem Bahnhof auch mit der 1 oder mehr Milliarden, da kenne ich die Beträge nicht so genau. Dann muss ich sagen, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer staatlichen Geldschöpfung und einer Schuldgeldfinanzierung über Banken? Bleiben wir bei den Banken, also beim derzeitigen Schuldgeldsystem. Und da stelle ich wieder 5% Zinsen, also wiederum 72 durch 5, habe ich wieder eine Verdoppelung des ausstehenden Kreditvertrags in circa 15 Jahren. Das heißt, aus den 10 Milliarden jetzt werden in 15 Milliarden 20. Mache ich das Spiel noch einmal, weil das eine so große Infrastrukturausgabe ist, nehmen Sie vielleicht her die Kredittilgungsfristen von Stuttgart 21 und dem Berliner Flughafen der Kommunen, ja, dann landen Sie zwischen 25 und 30 Jahre. Also unterstelle ich 30 Jahre beim Brenner Basistunnel, dann wären aus den 20 die weiteren 15 Jahre noch einmal 20 Milliarden. Also innerhalb von 30 Jahren bin ich von der Investition von 10 Milliarden auf 40 Milliarden hochgegangen, der Differenz. Die 30 Milliarden sind die Zinsen. Dividiert durch 30 Jahre, das heißt, der Staat muss allein für die Zinsen die Steuern um 1 Milliarde erhöhen, nur damit er diese Kredite der Banken bedient. Die Zinsen sind natürlich die Einnahmen für das Geld aus dem Nichts im Finanzsektor bei den Banken. Wenn jetzt der Staat das Geld selber schöpft, also wenn das Finanzministerium sagt, ich drucke mein Geld selber, ja, dann ist für die Realwirtschaft, also von der originären Investition von den 10 Milliarden, ja überhaupt kein Unterschied. Der Staat erzeugt das Geld fließt in Löhne, das Geld fließt in Material, das Geld fließt in Importe, das Geld fließt in sonstige Dienstleistungen, die hier bezahlt werden, bis hin zu Rechtsanwälten, Werbeagenturen, was auch immer, die für den Tunnelbau notwendig sind, Architekten. Also die originäre Leistung für die Realwirtschaft ist genau dieselbe, nur der Staat erspart sich die 30 Milliarden. Das heißt, da sehen wir schon, welchen fatalen, welchen immensen Unterschied eine staatliche Geldschöpfung erbringen würde, zum Wohle aller Menschen. Also ich brauche die Menschen nicht drücken, dass sie 3, 4 Jobs haben, um die Steuern und Sozialversicherung zu bezahlen. Und natürlich könnte bei einer staatlichen Geldschöpfung stellt sich eben die Frage, wenn ich das Geld aus der Luft schöpfe, wieso soll ich dann von den Steuerzahlern noch Steuern einheben? Wir haben noch eine weitere Frage. Eigentlich ist es eher ein Statement dem Stefan Wehmeyer. Den verdanken wir nämlich ein schönes Zitat von einem Professor Dr. Dr. Wolfgang Berger. Und der hat gesagt: Meine ganzen akademischen Titel habe ich mit dem Glauben an eine Irrlehre erworben. Und dann fragt er noch weiter: Ein studierter Volkswirtschaftler steht weniger
von Makroökonomie als eine Kuh vom Fliegen, weil er sich erst einmal aus einem Sumpf vorgefasster Meinungen und Denkfehler ausgraben muss, um überhaupt die Oberfläche zu erreichen, beziehungsweise dort wieder anzukommen, wo er war, bevor er sich in die Verdummungsanstalt einweisen ließ. Nicht nur die Volkswirtschaftslehre, sondern alle Wissenschaften, die sich direkt oder indirekt mit dem menschlichen Zusammenleben befassen, also Politologie, Theologie, Soziologie, Philosophie, aber auch Wirtschaftsethik etc., sind in Wirklichkeit gar keine Wissenschaften, weil die grundlegendste zwischenmenschliche Beziehung, nämlich das Geld, seit jeher fehlerhaft ist. Was würden Sie darauf antworten, Herr Bregeda? Ja, völlig richtig. Es gibt vielleicht eine nette Anekdote. Ich habe da auch in einem meiner Artikel auf der Intelligence lautet ja also Wirtschaftsreligion, was die neoliberale, neoklassische Volkswirtschaftstheorie, die wir jetzt wie die ausmündet in Politik sehen wir in Südeuropa und eben zuvor in Argentinien. Die ist nichts anderes als eine Religion, weil sie eben längst empirisch, also durch Erfahrungswerte widerlegt ist, dass genau diese Maßnahmen eben nicht funktionieren. Bin da völlig dabei, also es gibt hat einen großen Streit gegeben, also auch unter den deutschen Volkswirten, wie Sie wissen, vielleicht vor 6 bis 8 Monaten. Das Beispiel, das ich dazu nennen würde, hat eigentlich stattgefunden dort, wo man es nie erwarten würde, sondern nämlich in Harvard, an der Harvard Business School. Dort unterrichtet eigentlich der Guru der Makroökonomie, der also das klassische Buch, also der Volkswirtschaftslehre geschrieben hat, also Mankiw, also Makroökonomik 1, dass er dort unterrichtet wird. Und da haben sich die Studenten gewundert, wieso eben John Maynard Keynes, der also eine andere These als Adam Smith und halt die anderen Hayek und Mises und natürlich auch Friedman vertritt, eigentlich unterrepräsentiert überhaupt vorkommt und die Thesen nicht den anderen gegenübergestellt werden. Und was haben die gemacht? Die haben ganz einfach, das ist jetzt der November 2011, also vor einem Jahr, ganz einfach einen Brief an ihn geschrieben, dass die komplette, also Economic One, das sind also mehrere Klassen, ausziehen und die Vorlesung boykottieren. Ganz einfach, weil sie nicht mehr in Links- und Rechtsdenken geschult werden, sondern nur mehr indoktriniert werden von dieser einen Lehre, die allgemein gültig sei oder solche hingestellt wird. Sie sind also ausgezogen, haben also die Vorlesung geschwänzt, hat einen riesigen Aufstand gegeben, wurde auch in den Printmedien dokumentiert. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich an der Demonstration der Occupy-Bewegung beteiligt. Also das heißt, es gibt schon bei vielen jungen Menschen, die natürlich sehen, wohin diese Politik führt, diese irrgeleitete religiöse Volkswirtschaftslehre, Maßnahmen dagegen zu halten. Im deutschsprachigen Raum ist mir leider sowas nicht bekannt und ich würde nur begrüßen, wenn an jeder Universität, wo Volkswirtschaft unterrichtet wird, das genau passiert. Vielleicht noch ein Wort zu den Sozialwissenschaften. Also es gibt in der Volkswirtschaft keine Gesetze. In der Volkswirtschaft gibt es keine Naturgesetze, ganz einfach, weil es eben eine Sozialwissenschaft ist. Und Sozialwissenschaft heißt das natürlich, das Verhalten der Menschen im sozialen Kontext, im sozialen Umfeld untersucht wird oder versucht wird zu erforschen, wieso Menschen, ich sage mal, eine gewisse Kaufentscheidung treffen oder eine gewisse Investitionsentscheidung. Und nachdem ich ja selber 12 Jahre in Konzernen war, kann ich nur sagen, vieles an all diesen Gleichungsmodellen, diesen mathematischen komplizierten Formeln sind völlig überflüssig, denn wenn Sie als Manager irgendwo tätig sind, dann leben Sie damit, dass Sie 60-80% vielleicht wissen. Das heißt, 20-40% wird für Sie immer die berühmte Blackbox bleiben, das heißt, Sie müssen unter eben einer großen Bereich an Unwissenheit Ihre Entscheidungen treffen. So wie wir das ja als Menschen tagtäglich auch tun. Wir sind ja nicht allwissend und das ist genau das, was eine Volkswirtschaft, die halt auf diesen vielen mathematischen Modellen aufbaut, unterstellt und das ist natürlich prinzipiell falsch. Also völlig richtig, also mit dem Statement gehe ich also dahin gehen, dass man das zu überlegen ist und dass diesem Kontext, also Sozialwissenschaft und natürlich dieser Indoktrinierung von gewissen volkswirtschaftlichen Theorien, die dann in die Politik münden, die die Politiker nicht hinterfragen, dann sind wir genau bei dieser Kernpolitik, die die Wirtschaftspolitik der EU-Troika derzeit an den südeuropäischen Ländern erprobt und umsetzt. Und das ist natürlich fatal für die Bevölkerung dieser Länder und natürlich Europas. Ja, wir haben gerade die 2-Stunden-Grenze geschrammt. Eigentlich müssten wir es langsam Schluss machen, Feierabend. Aber hier gibt es noch eine Frage vom Jan, die ich persönlich sehr interessant finde. Der möchte gerne wissen, wie Sie die Berichterstattung in den Massenmedien zu der Finanzkrise bewerten würden.
Es hat da einmal eine, zur Krise 2009, muss man vielleicht kurz sagen, dass der Beruf der Ökonomen, also der Wirtschaftswissenschaftler, ich würde mich ja nicht als solcher betrachten, weil ich ja berufstätig, also Berater bin und Unternehmensberater tätig bin und also nicht an einer, Wirtschaftsforschungsinstitut beschäftigt bin. Hat also dieser Ruf natürlich vehement gelitten, weil also kaum welche Ökonomen das vorhergesehen haben. Genau jene, die darauf hingewiesen haben, hat man dann massenmedial geprügelt, also zuvor, und die waren also nachher jene, die Schwarzmaler und so weiter. Mittlerweile, also das war 2019, mittlerweile ist es so, dass sich eigentlich auch bei den Wirtschaftswissenschaftlern kaum was geändert hat. Man hat weiterhin die gleichen Leute, die massenmedial also ihre Kommentare abgeben, die schon zuvor nicht gewusst haben, dass die Krise kommt, die auch nicht vorhergesehen haben, die Rezession 2009. Und all jene, die kritisch sind, die werden halt entweder totgeschwiegen oder halt massenmedial oder halt in wissenschaftlichen Zeitungen einfach verprügelt, dass sie halt also ihre kruden Thesen da also nicht zutreffend seien. Und das ist natürlich das große Manko, deswegen wird sich wahrscheinlich auch politisch kaum was ändern, weil Politiker, die halt viele Zusammenhänge nicht verstehen, sich diesen Experten ausliefern, und man sieht ja fast tagtäglich, dass diese Thesen halt nicht funken und nicht so real sind. Sehr schöne Antwort. So, ich denke, damit kommen wir jetzt zum Ende der Sendung. Nochmals ein Dankeschön an Sie, Herr Pregetter. Auch ein Dankeschön an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Wir machen jetzt noch ein bisschen Musik von Jason Silver, Mercy Gate, und danach gehen wir ins Bett. Bis dann. Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen.